Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Heute geht es um das Thema Beziehungen, sowohl im Außen, in der Firma, als auch natürlich in der Partnerschaft. Und wir wollen heute mal diese Beziehungen optimieren und auch dahingehend schauen, dass man eben Anspannungen, Stress, was gespeichert ist im System, dass man das rausreinigt, rausnimmt und dass man dadurch wieder eine harmonischere Umgebung bekommt, dass man da wieder ein bisschen mehr, ich nenne es jetzt einfach einmal Eleganz in das ganze System reinbringt und nicht immer im Niedrigsten, im Ärger verweilt. Und da fangen wir jetzt mal an mit einer Reinigung und da lade ich dich gleich mal ein. Schließ mal deine Augen und atme tief ein und wieder aus. Und nochmal tief einatmen und wieder ausatmen. Und wir beginnen jetzt mit einer Grundreinigung deines Systems. Eine Grundreinigung ist immer in einem neutralen Umfeld gut. Das heißt, du stellst dir rund um dir mal weißes Licht vor. Einen neutralen Raum. Und in diesem neutralen Raum bist du absolut isoliert von allem, was außerhalb von dir ist. Du bist absolut isoliert von allem, was außerhalb von dir ist. Und in diesem Raum beginnt nun eine Reinigung. Dein Körper wird gereinigt. Stresspartikel werden aus deinem Körper gesaugt. Und auch dein Energiefeld wird Schicht um Schicht ausgeglichen und harmonisiert. Du kommst in ein Gefühl wie bei einer Urlaubsreise. Du bist an einem Ort, wo du dich absolut entspannen kannst, wo du absolut entspannt bist, wo es nichts gibt, das dich auf irgendeine Art und Weise nervt oder unter Druck setzt. Du bist passiv und lädst deine Batterien auf. Und während diese Reinigung läuft, kommen nun Inspirationen zu dir. Und du kannst dir diese Inspirationen vorstellen wie helle Lichtpunkte oder wenn du möchtest auch gerne als geistige Führer oder auch als Engelsfiguren. Es kommt Inspiration zu dir. Und diese Inspiration, die erste Inspiration, die kommt, ein weißes, strahlendes Licht, das sich zu deiner linken Seite stellt, an deine linke Schulter stellt. Das ist jetzt die Inspiration deines Herzens. Die Inspiration deines Herzens. Und dieses Licht inspiriert dich, dass dein Herz in der höchstmöglichen Frequenz zu schwingen beginnt. Dass alte Verletzungen, alte Stressmuster aus deinem Herzbereich, aus deinem Brustbereich abfallen und dein Herz sich öffnet und erhebt. Die nächste Inspiration, während diese Herzensinspiration läuft, ist die Inspiration
deines Umfeldes, deine soziale Inspiration. Und die stellt sich an deine rechte Seite. Es ist ein goldenes, strahlendes Licht. Und das bringt jetzt alle deine zwischenmenschlichen Verbindungen auf eine elegante, lichtvolle und klare Ebene. Und du spürst, wie du feiner wirst, wie sich diese Inspirationen mehr und mehr in dir manifestieren. Und nun kommt noch eine dritte Inspirationsenergie zu dir in einem strahlenden, frischen Blau. Und diese Energie legt sich jetzt über deinen Kopf, berührt deine Augen, berührt deine Ohren, berührt deinen Mund, berührt auch deine Nase, berührt deine Wangen, berührt all deine Sinne. Und diese Inspiration reinigt nun gespeicherte Bilder von deinen Liebsten, von deinem Partner, von deinen Kindern, die Bilder, die du in dir trägst, alte Enttäuschungen, alte Zurückweisungen werden nun von dir genommen. Und es folgt eine Inspiration deiner Sinne. Du spürst, wie Erschöpfungen und Enttäuschungen von dir abfließen. Und wie du durch dieses neue Licht, durch dieses inspirierende Licht immer mehr und mehr in eine erhabene, klare und aufrechte Haltung kommst. Und du lässt jetzt diese inspirierenden Hilfsenergien weiter in dich einfließen. Und während die so in dich einfließen, beschließt du, ich höre auf, gegen Windmühlen zu kämpfen. Ich höre also auf, gegen Dinge zu protestieren oder rebellieren, die ich nicht ändern kann. Und symbolisch nimmst du jetzt eine Schachtel, eine Kiste in die Hand und gibst alle Dinge rein, die nicht in deiner Hand liegen, die du nicht ändern kannst, und die gibst du da rein. Und vor allem alle damit verbundenen Konflikte, alle damit verbundenen Stressfaktoren, all das fließt in diese Kiste rein. Das ist das, was du nicht ändern kannst. Und du hebst diese Kiste nach oben über deinen Kopf. Ich kann es nicht ändern. Es liegt nicht in meiner Hand. Ich bitte dich darum, dass du es änderst. Und gibst diese Kiste ganz bewusst nach oben ab. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie die Verwicklungen und Verstrickungen von dir abfallen. Und du spürst nun, dass du ruhiger wirst und dass es jetzt möglich ist, deine Lebensenergie, deine Urkraft von allen Glaubensmustern zu lösen, von allen Verwicklungen zu lösen, wo du gedacht hast, du müsstest diese Energie investieren,
Und wo du jetzt merkst, das brauchst du gar nicht, alles ist gut, wie es ist. Und deine Lebensenergie wird nun inspiriert und darf sich zu neuen Höhen aufschwingen. Du spürst in diesem Augenblick, dass dich die Welt nicht erschöpft, dass dich diese Zeit nicht erschöpft, dass dich die Umstände nicht erschöpfen, sondern dass du optimal versorgt und in deiner Kraft bist. Und mit diesem Bewusstsein, ich bin nicht erschöpft, nichts und niemand kann mich erschöpfen, werden noch einmal auf einer tieferen Ebene Erschöpfungsmuster aus deinem Feld entfernt. Vielleicht auch nochmal Erschöpfungsmuster aus deiner Partnerschaft, aus deinem Arbeitsumfeld, aus deinen Lebensgewohnheiten. Lösen sich nun Erschöpfungen. Und du spürst, dass du klarer wirst, freier wirst, inspirierter wirst. Und diese Energie fließt durch dein System, diese Lebenskraft. Und bringt nochmal alles in die Perspektive und in die neue Ordnung. Lässt eingebrannten Frust, eingebrannte Sorgen, eingebrannte Spannungen in die Erlösung gehen. Und du spürst, dass du ein Leben hast, ein unerschöpfliches Leben hast, dass du reines Licht und reine Energie bist. Und du spürst, dass du selber zu einer inspirierenden Energie wirst. Eine Energie, die dich selbst permanent inspiriert und dann durch dein Licht auch andere inspirieren kann. Und dadurch hörst du auf, anderen im Streit oder im Ärger zu begegnen. Du bist darüber erhaben und ganz in deiner Mitte. Atme dieses Gefühl dreimal tief ein. Und ankere es durch dieses tiefe Ein- und Ausatmen. Streck dich mal durch, bewege deinen Körper und erlaube dir jetzt mal ganz in deinem Tempo, wieder ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, diesen Raum zurückzukehren. Bedank dich bei der göttlichen Inspiration, die dich begleitet hat. Und spür jetzt nochmal nach, spür auch nochmal nach, dass du freier geworden bist, dass du leichter bist, offener bist. Und dass du in Verbindung mit der unendlichen Lebensenergie bist. Bedank dich nochmal und dann öffne deine Augen und komm ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück.
Ich bin gespannt, wie es dir bei dieser Reise gegangen ist. Schau einfach mal, was sich tut, wie es sich anfühlt. Das war heute eine intensive Reinigung, die auch einiges auf der zwischenmenschlichen Ebene bewegen wird und auch kann. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Abo. Lass mir einen Daumen hoch da und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Liebe Grüße aus dem heute sehr regnerischen Linz, dein Oliver Erni. Tschüss.